Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Rosenthal-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender kostet 119,90 Euro und ich habe ihn mir gesichert, der soll einen Warenwert von ungefähr 500 Euro haben. 498 irgendwas stand da auf der Homepage und ich bin sehr gespannt. Letztes Jahr war der in Kooperation mit The Heroin Company und dieses Mal ist er einfach nur Beauty You Are Glow Tastic. Keine Ahnung, ne? Aber ich würde sagen, wir schauen uns diesen Adventskalender einfach mal von innen an. Ja, also wir haben einen Boxen-Adventskalender, der sehr bunt aussieht. Und ich möchte reinschauen. Starten wir standesgemäß mit der Nummer 1. Ich bin wirklich gespannt, was hier drin ist. Ne? Also vor allem auch, welche Marken noch weiter mit hinzugezogen worden sind. Oder ob das wirklich ein reiner Rosenthal-Adventskalender ist. Denn Rosenthal hat ja auch Pflegeprodukte, wie zum Beispiel dieses hier. Squalane Face Yoga Drops. Und da haben wir drin, steht nicht drauf. Also da ist keine Milliliterzahl vermerkt. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Theoretisch müssten die das ja draufschreiben. Anhand der Größe würde ich auf, ich würde mal sagen, 15 Milliliter tippen. Squalane ist ja auch sehr dafür da, um die Hautfeuchtigkeit herzustellen oder zu bewahren. Das weiß ich gar nicht. Ich verwende auch aktuell als Primer ein Squalane-Serum von Catrice, was mir sehr gut gefällt. Und jo, ich weiß nicht, warum Face. Achso, man kann ja dieses Face-Yoga machen. Ne? Weiter geht es mit der wirklich schweren Nummer 2. Oh, hier haben wir auch ein Pöttchen drin. Avo Clay Mask, 50 ml von einer Reinigungsmaske, auch das von der Rosenthal Marke an sich. Und ja, das dient dazu, um das Gesicht zu reinigen. Wird dann wahrscheinlich auch so eine Lehmmaske sein, die antrocknen wird und die man dann abwäscht. Und danach hat man dann ein wundervoll gereinigtes Gesicht. Super für Erdbeerwochenzeit oder für, wenn man generell unreine Haut hat. Die Nummer 3 ist ziemlich leicht. Oha! The Heroin Company ist auch wieder hier mit am Start. Das finde ich cool, denn das waren tolle Produkte. Boy Brow Serum, cool. Ja, ich verwende ja auch ein Augenbrauenserum. Und hier haben wir, ich bin ein bisschen beeindruckt, muss ich gestehen. Denn solche Produkte sind nicht günstig. Hier haben wir tatsächlich 1 ml drin enthalten. Und ich persönlich verwende das Grande Brow Serum, was ich super toll finde. Genauso auch wie das Grande Lash Wimpernserum. Beide Produkte gibt es bei Purish und mit meinem Affiliate-Code Claudiswelt15 bekommst du 15% Rabatt. Ich weiß nicht, wie teuer das von The Heroin Company ist. Vielleicht werde ich das wirklich mal ausprobieren. Auch die Nummer 4 fühlt sich sehr, sehr leicht an. Ist aber in einem schönen Gold. Yay, wir haben ein Pinselchen hier drin. Okay, wenn man bei manchen Marken bestellt, kriegt man sowas wie Umme mit dabei. Ich denke, bei Rosenthal wird er relativ hochpreisig sein. Das ist so ein Maskenpinsel. Damit kann man zum Beispiel die Avo Clay Mask super auftragen. Ne, ist ein kleiner. Und ich habe so einen von Yepoda zum Beispiel auch da. Da kann man wirklich toll Masken mit applizieren, auftragen, auf das Gesicht bringen. Und ja, braucht man. Was erwartet uns am Tag von Nikolaus? Ein Produkt, was relativ schwer ist auf jeden Fall. Und es ist eine Tube. Hallöchen, Popöchen. Amorelie Care. Adventskalender ist hier oben verlinkt. 2-in-1 Aloe Vera Massagegel und Lubrikant, also quasi Gleitgel. 70 ml haben wir hier drin enthalten. Das ist ein Produkt, was du ja, sowohl für die Massage im Vorspiel verwenden kannst, als auch dann für die Massage, wenn es drauf ankommt. Nikolaus ist ganz schön klein geraten, muss ich sagen. Aber das heißt ja nichts. Es kann ja auch ein ganz krasses Produkt drin sein. Und es ist ein Produkt von Rosenthal. Wir haben hier ein schönes goldenes Säckchen, was ich jetzt einmal öffne. Und ich glaube, hier haben wir hier dann auch etwas drin. Genau, so ein Rosenquarzsteinchen. Und ja, also finde ich toll. Damit kann man auf jeden Fall dieses Squalane-Serum gut verwenden und diese Gesichts-Yoga-Geschichte machen. Ich habe letztens von Offen und Ehrlich ein Video gesehen über diese Rosenthal-Produkte und bin dann seitdem etwas skeptisch, wenn ich ehrlich sein darf. Das kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken, wenn ich dran denke. Ja, da haben die auf jeden Fall die Marke Rosenthal ein bisschen auseinandergenommen. Weiter geht es mit der goldenen Nummer 7. Also ich mag es, wenn wir halt so ein bisschen auch weihnachtlich rote, goldene Käppchen, Adventskalender, wie auch immer haben. Hier sind wir ja eher im rosa-violetten Design. Genau, also eher Mädelskram halt, ne? Von Rosenthal haben wir Make-up Remover Pads hier drin aus Baumwolle und ich weiß nicht, ob hier eins drin ist oder zwei.
Ich habe auf jeden Fall relativ viele davon schon da, deswegen werde ich das auch demnächst mal in einen anderen Adventskalender geben. Nee, das sieht mir nach 2 Pads hier drin aus und finde ich aber gut, weil das ist nachhaltig. Heutzutage brauchst du keine Cottonpads mehr, diese Wattepads, die du wegschmeißt. Man kann sich super mit diesen Pads das Gesicht abschminken oder was auch immer auftragen, ne? Und das finde ich, also ich mag die wirklich. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und da gucken wir jetzt mal rein, was hier in diesem großen Ding drin ist. Also, ja, The Harryine Company Amazing Me Repairing Shampoo Bar. Ach guck, hier haben wir ein festes Shampoo drin. Hier ist es auf jeden Fall drin. Und ja, feste Shampoos, Gesichtsreinigungs- oder Duschprodukte sind hier immer mehr im Kommen. Es riecht sehr nach Kokos, was nicht ganz so meine Welt ist. 30 Gramm sind hier drin enthalten. Hinten steht es ganz, ganz klein drauf. Dann schauen wir mal, worauf wir uns in der neuen freuen dürfen. Also ich finde es cool, dass wir einen Boxen-Adventskalender haben. Es klatscht nur alles ziemlich krass runter, weil du keine Zwischenebenen hast und die Produkte relativ schwer sind. Wild Herb Supreme, ein Organic Anti-Aging Serum. Auch hier leider keine Milliliter-Angabe. Es sei denn, die 13, die hier unten drin steht, ist korrekt. Das weiß ich jetzt nicht. Kann natürlich auch sein, dass hier 13 Milliliter drin sind. Ja. Sieht so aus. Ich weiß jetzt nicht, was dieses Produkt genau machen soll. Eigentlich nur Anti-Aging steht hier drauf und Wild Herb. Ich weiß nicht, welche Kräuter drin sind. Da wäre es ganz cool, wenn man da irgendwie mehr Inhaltsstoffe drauf hätte. Ich habe eben bei der Nummer 1 schon versucht, diesen QR-Code zu scannen. Leider hat es zu einer Seite geführt, die es nicht gibt. Wahrscheinlich, weil die eigentlich noch nicht damit rechnen, dass man jetzt schon beim 9. Dezember unterwegs ist und das sucht. Aber ich werde mir das einfach aus der Homepage mal zusammensuchen. Weiter geht die wilde Reise mit der sehr, sehr leichten Nummer 10. Auch hier eine Maske bzw. eine Augenmaske von Rosenthal A3 Silk Patch. Das sind glowgebende und reparierende Augenpads mit 8 ml. Hier steht was drauf, egal. Ja, und das sind halt so unsere Augenpatches. Und sowas mag ich gerne. Das gibt Strahlkraft, das gibt Frische und die verwende ich auch gerne. Weiter geht's mit der Nummer 11, die schön gold ist und leicht. Also da haben wir auch bestimmt wieder so ein, ja, goldenes Säckchen drin. Aber hier ist ein Kärtchen drin. Hier haben wir gar kein Produkt drin enthalten. Wahrscheinlich ein Gutschein. Oh, das fand ich letztes Jahr schon so doof, muss ich gestehen. Okay, wir haben hier aber mehrere Gutscheine drin. Das ist schon mal positiv. Okay. The Harryine Company, 35 Euro Gutschein, wenn du für 50 Euro etwas kaufst. Rosenthal, 35 Euro Gutschein, ebenfalls, wenn du für 50 Euro etwas kaufst. Geht noch. Und ein und Gretel Gutschein über 15 Euro und hier steht kein Mindestbestellwert bei. Also das finde ich schon mal positiv. Ich werde die trotzdem jetzt mal in den Gesamtwert auch mit aufnehmen, aber ne, bei manchen muss man halt bedenken, da hat man theoretisch noch einen Mindestbestellwert einzuhalten. Hey, wir sind bei der Halbzeit. Hier habe ich jetzt die Nummer 12 und da rollt irgendwas drin. Wahrscheinlich auch so ein Rollerball irgendwas. Huh? Nee. Ja, Mini-Produkt in einem großen Ding. Aloe Glow Soothing Face Gel. Oh, ey, das ärgert mich echt, dass da keine Milliliter-Anzahl drin steht. Aber gut, das ist ein Gesichtsgel und das soll Glow geben. Nicht verkehrt, kann man ausprobieren, ne? Die Nummer 13 ist bitte keine Pechzahl, fühlt sich aber recht schwer an. Okay, The Harryine Company Kick-Ass Repair Shampoo finde ich klasse. Hier sind 50 ml drin enthalten. Ja, so ein Shampoo ist auf jeden Fall auch eine coole Geschichte und finde ich schön, dass wir das auch mit drin haben. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch Shampoo und Spülung von The Harryine Company mit dabei. Mit frischem Akku gucken wir uns jetzt die Nummer 14 an, die in einer sehr großen Box drin ist. Und hier erwartet uns auch wieder so ein goldenes Rosenthal-Säckchen. Aber hier ist noch ein bisschen was anderes drin als in Anführungsstrichen nur Gutscheine. Okay, Moment. Ein Kärtchen. Slow Aging Soap Bar. Okay, okay, okay. Ja, man kann an den Händen altern, das stimmt definitiv. Hat was von Lavendel. Ist jetzt hier so, ne, drin, ein Seifenstück. Ich weiß nicht, was das ist für eine Menge, ne? 50 Gramm oder so? Schwierig, das jetzt zu sagen. Die Nummer 15. Oh, was? Oh, la, 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 la. Ich wollte sagen, leck mich fett. Okay, von und Gretel Knutzen Lipgloss. 6 ml. Wow, und Gretel-Produkte sind total...
in meinem Brain drin, dass ich die gerne haben will. Nude Shimmer, die Nummer 7. Wow, wow, wow. Eine richtig schöne, tragbare Farbe. Mag ich super gerne leiden. Oh mein Gott, darüber freue ich mich gerade richtig, richtig derbe. Wahnsinn! Ich hatte irgendwie verdrängt, dass da und Gretel auch irgendwie mit drin steckt. Hammer! Die Nummer 16 ist riesig und schwer und ich freue mich sehr. Mal gucken, was hier drin ist. Rosenthal ist der Adventskalender von Rosenthal. Clean AF Organic Cleansing Foam 100 ml. Endlich steht hier mal eine Milliliter-Angabe drauf. Ich liebe Reinigungsschäume. Ich mache ja Double Cleansing, also erst nehme ich quasi mein Gesicht, nein, mein Make-up runter mit einem Cleansing Balm und danach unter der Dusche gehe ich dann nochmal mit einem Schaumreiniger oder Gelreiniger drüber, aber präferiert auf jeden Fall mit einem Schaumreiniger. Finde ich cool. Und wieder haben wir ein goldenes Schätzelein hier drin, die Nummer 17. Ja, die Heroin Company ist ja für die Haare, dementsprechend ist hier ein Haartool drin. Ja, ist okay, ne? Ist so eine Art Entwirrbürste, wenn man das jetzt mal so ganz grob bezeichnen soll. Und ja, ist praktisch für die Handtasche. Ich verwende gerne solche Entwirrbürsten. Mittlerweile habe ich eine mit Stiel, die ich dann auch immer bei mir im Spiegelschrank, also in meinem Badezimmerschrank drin habe. Aber sowas ist eine schöne Geschichte zum Reisen zum Beispiel. Wir sind in der Weihnachtswoche angekommen und öffnen nun die Nummer 18. Hier ist auch wieder so was Leichtes drin. Und dieses Mal kein goldenes Säckchen, sondern ein Papierknüdelding. Ah ja, okay. Hier haben wir so ein Cognac-Schwamm drin. Das ist ein natürliches Produkt, weil es vom Cognac-Baum aus der Cognac-Wurzel entnommen wird und gegebenenfalls mit dem ein oder anderen Produkt nochmal angereichert wird, um eine entsprechende Wirkung zu erzielen. Das ist ein harter Schwamm, der in Kontakt mit Wasser, ja, wir haben sowas häufig in Boxen und in den Adventskalendern drin, wird er relativ weich und ne, damit kann man sich dann quasi das Gesicht reinigen, was man jetzt mit sensibler Haut nicht unbedingt machen sollte, weil das natürlich auch eine gewisse Peeling-Wirkung mit hat und wenn man das jeden Tag macht, kann das zu scharf fürs Gesicht sein. Ja, aber ich finde es irgendwie witzig, dass es mit drin ist und ja, einfach mal so ein kleiner Seestern. Die Nummer 19 fühlt sich auch wieder relativ schwer an. Und hier haben wir wahrscheinlich das Spülungsvieh drin. Ja, Unbreakable Me Repair Conditioner von The Heroin Company. Auch hier wieder 50 ml drin enthalten. Und dann kann man quasi Shampoo und Spülung zusammen verwenden. Wieder in einem wunderschönen Gold ist die Nummer 20. Und hier rollt irgendwas drin. Oh! Okay, das ist die Crystal Glow Essential Moisturizer Geschichte. Ja, wieder keine Angabe von der Größe, aber hey, wir kriegen das schon irgendwie voneinander. Ja, so ein feuchtigkeitsspendendes Gedönsen macht auf jeden Fall Glow und vielleicht sind da noch irgendwelche Inhaltsstoffe drin, die diesen Glow verstärken werden. Wie gesagt, leider steht es hier nicht drauf und das finde ich wirklich, wirklich schade von dem Adventskalender. Die Nummer 21 überrascht uns in einem zartrosa Ton und enthält was Leichtes und zwar von Rosenthal einen Beauty Blender. Na guck, das ist doch schon mal cool. Ich verwende gerne Beauty Blender, wenn ich mein Make-up einblende und überschüssiges Produkt damit ja auch abnehme. Hier haben wir eine ganz andere Form, also quasi ein Ei, was sich aber hier in der Mitte nochmal verjüngt und von der Härte her... Es ist relativ hart. Also es ist jetzt nicht so super, super weich wie der Original Beauty Blender zum Beispiel. Aber ne, ein schönes Make-up-Ei. Was möchte uns jetzt die Nummer 22 noch bringen? Mal schauen. Okay. Von The Hair Company Bombshell eine Repair Hair Mask. Ach, das finde ich toll. 15 ml haben wir hier drin. Das reicht bei mir auch wohl für... Ja, ein, maximal zwei Anwendungen. Aber wir haben hier oben ja noch extra so einen Verschluss, damit man das Ganze noch wieder zumachen kann und dann ein zweites oder drittes Mal verwenden kann. Und das lässt du auch nur 5 Minuten einwirken und das finde ich gut. Welcher Spa-Moment erwartet uns am 23. Dezember am Tag vor Heiligabend? Wieder ein kleines Serum. Kukui Nut. Face Yoga Drops und ja, da haben wir wieder so ein kleines Fläschchen drin. Und damit kann man auch wieder sein Gesichtsyoga machen. Auch hier steht nicht drauf, was genau das macht. Ja, wahrscheinlich einfach Entspannung und Wohlbefinden. Passt aber am 23. Dezember, damit man noch ein bisschen mal dieses Runterkommen vor Heiligabend hat. Ich bin jetzt auch saugespannt, was in der 24 drin ist. Hier ist sie, riesengroß. Ja, wahrscheinlich irgendwie so ein Gesichtsroller oder so, ne, von Rosenthal. Ich glaube, man erwartet nichts anderes hier drin, weil man kennt ja diese Rosenthal-Roller. Das ist ja der Klassiker. In so einem schönen goldenen Säckchen, die mag ich wirklich gerne leiden.
Und hier ist tatsächlich auch ein Roller drin. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Stein ist. Ob das Jade in Dunkel ist oder ein Amethyst in Dunkel. Sieht mir jetzt nicht nach Rosenquarz aus. Aber ne, die Rosenthal-Roller sind sehr hochpreisig. Hochwertig? Keine Ahnung. Also ich verwende gerne solche Gesichtsroller. Ich habe aber sowas in elektrisch da. Das finde ich total klasse. Und ja, ne, also das ist ein Ding, auf der einen Seite hast du quasi einen Rosenquarz, auf der anderen Seite hast du so eine Art Foreo-Gedönsen, also so ein Gumminoppenvieh und das erwärmt sich und das vibriert und das ist einfach großartig und sowas ist halt so ein manuelles Ding, was natürlich für viele ultra cool ist und ich finde es auch sehr interessant, weil diese Steine auch unterschiedliche Wirkungen haben sollen angeblich, aber auf jeden Fall eine gelungene Nummer 24. Das ist ja nun gewesen, der Rosenthal-Adventskalender von diesem Jahr. Ich finde auf manche Art und Weise sehr überraschend, wirklich. Also dadurch, dass wir zum Beispiel ein Amorelie-Produkt hier drin hatten, ein und Gretel-Produkt, die Gutscheine, ne, auf jeden Fall auch mit dabei gehabt. Die treiben den Wert dann noch so ein bisschen hoch hier. Aber ich glaube, dass wir hier eigentlich auch ganz gut ein feines Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Wenn man sich so einen hochpreisigen Adventskalender gönnt, dann möchte man aber eigentlich auch, dass direkt auf den Produkten draufsteht, was sie bewirken sollen, was sie beinhalten und vor allem, wie viel Gramm da drin sind. Also das finde ich wirklich sehr, sehr schwach, dass es nicht mit draufsteht. Denn für einen 120-Euro Adventskalender hätte man sich auch ganz dezent noch die Mühe machen können, auf das Etikett mit drauf zu drucken, was da eigentlich drin ist. Oder halt so eine Pappverpackung drum zu machen und Inhaltsstoffe drauf zu schreiben. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Finde ich ein bisschen schwach. Aber ja, also ich freue mich über den Adventskalender. Brauchbare und tolle Produkte sind hier enthalten, die mich auch neugierig machen. Ich muss aber gestehen, auch letztes Jahr hatte ich nicht das Bedürfnis, nachdem ich den Adventskalender geöffnet habe, mir noch weitere Produkte von Rosenthal oder The Heroin Company zu kaufen. Die Gutscheine animieren einen natürlich dazu, aber ich finde es doch sehr hochpreisig und deswegen mache ich gerne so einen Schnapphol mit dem Adventskalender und habe dann ein Vielfaches von dem, was ich dafür bezahlt habe, an Produkten an Wert. Ne? Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Rosenthal Adventskalender Unboxing. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!